3, 144, Jürgen Sopf. Aus Düsseldorf, Radradingen kommt er. Seine Fahrzeit 1 Stunde 23 Minuten 13,9 Sekunden. Gratulation dem Dritten. Gratulation dem Zweiten, der sich jetzt gerade noch den Helm absetzt. Scherz rechts und links. Na, das sind alles Teilnehmer der Masters. Vier gewesen, die hier geschossen. Platz 2, seine Fahrzeit 1 Stunde 23 Minuten und 3 Sekunden. So, das war schon die Siegerfanfare, aber der Fahrer fehlt noch. Nee, der ist da. Der ist da. Der ist da. Er ist da. Also, die 112 begrüßen wir hier auf dem Siegerpodest ganz oben. Heiko Gericke vom RSC Kempten. Eine tolle Zeit. Ich hätte vor anderthalb Stunden ihm sagen können, du bist deutscher Meister. Er stand bei mir ganz oben auf der Liste. Der Heiko Gericke. In diesem Jahr war er 1 Stunde 23 Minuten und 3,0 Sekunden unterwegs. Gratulation dem Sieger und den Platzierten. Die Pokale, die Siegerschleifen haben wir zwei, Platz 2 Uwe und Platz 3 der Jürgen schon übergehangen bekommen. So, herzlichen Glückwunsch noch einmal, viel, viel Applaus. Und zu Ehren des Deutschen Meisters des Jahres 2022 hören wir die Nationalhymne Deutschlands. War nicht nur Spaß, war auch ein bisschen Arbeit, oder? War schwer. Ja, warum steht der? Aber hat sich gelohnt. Ja, war sehr gelohnt. Podium, das ist immer ein erfolgreicher Platz. Trittst du nächstes Jahr wieder an? Ja. Bestimmt. Bestimmt. Na dann viel Erfolg. Radsport ist Leidenschaft. So ist es. Und ja, ich bin froh, dass wir gemeinsam einen Strang ziehen und wir gehen da absolut konform. Ansonsten hätte ich keine Chance. Ich würde auch zurückstecken, weil Familie ist das Wichtigste und ja, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass sich der Erfolg irgendwann nochmal einstellt. Ja, so wie erwartet. Ich habe schon gedacht, dass nach der ersten Runde vielleicht 1, 2, 3, 4 Fahrer gehen. Hatte mir ausgerechnet, dass er dann mitgehen kann. Dann der Sieger ist mal so, ist dann weggegangen, bin ich hinterher gesprintet. Ja, das war glaube ich nach anderthalb Runden. Aber er war auch einige Male hinter dir, ja? Ja. Und du warst vorne weg, ja? Ja, wie soll ich sagen, der ist natürlich kaum vorne gefahren, ist Taktiker. Und die Rennleitung hat dann immer die Sekunden gesagt, 10 Sekunden, 20. Ich habe ein paar Mal angesprochen, ob er ein bisschen mitführen möchte. Hat er nicht gemacht, aber so ist das Rennen eben. Was wollen Sie machen? Und dann ja, bin ich halt gefahren, was ging. Und zum Schluss hat die Kraft nicht mehr gereicht. Ich bin zufrieden. Ich hatte den Eindruck, anfangs warst du so ein bisschen enttäuscht oder ja, doch, etwas schon, ja? Ja, sicher. Wenn man, ich sag mal, 90% vorne fährt, dann übersprintet wird, aber so ist ja, Radrennen. So ist es halt. Genau so ist es Radrennen. Da ärgert man sich immer ein bisschen. Na genau, mein Glückwunsch. Also wenn man so gleich, man merkt es ja, wenn man zum Beispiel, wenn man selber 300 Watt vorne tritt und dann fährt man an zweiter Stelle und dann geht man runter auf 170 Watt, dann weiß ich, dass da einfach nichts kommt. Glückwunsch. Ja, aber ich bin zufrieden. Ist okay. Viel Erfolg. Ich kann mich nicht beschweren. Verdienter Sieger, taktisch klug gefahren. Ich habe die Körner im Hasen gemacht, aber so fahre ich immer. Alles Gute. Danke. Tschüss. Die Siegerzeit für das Spiel.
Den Punkt in den Fahrer Nummer 67, Markus Westholmer vom Bike Colorado Racing Team. In diesem Jahr Platz Nummer 3, den zweiten Platz und damit die Silbermedaille geht an Frank Mason mit der Startnummer 37 aus Bad Homburg. Seine Zeit. Eine Zehntelsekunde schneller. 2 Stunden, 11 Minuten, 55,6 Sekunden. Und die Siegerzeit, ich werde angestoßen. Ich soll endlich den Namen nennen. Ich nenne ihn. Rainer Becker ist mit der Startnummer 4. Von Mutetal. 1996. In den letzten Jahren schon erfolgreich gewesen. Und den kann man einfach nicht vergessen, aber heute steht er ganz oben. Des Deutschen Meisters des Jahres 2022. Dann noch eine Plakette. Na, und dann der Goldkranz, der Siegerkranz für den besten, den Deutschen Meister im Jahr 2022. Kurzes Interview. Ah, gerne. Hast du deine Erwartungen erfüllen können, sicherlich? Naja, es ist eigentlich habe ich meine Erwartungen jetzt in diesem Jahr eigentlich übertroffen, weil ich mit relativ wenig Ambitionen in diesem Jahr gekommen bin, obwohl ich hier auf dem Kurs schon dreimal Zweiter geworden bin, also dreimal Vizemeister. Und mir das eigentlich vom Terrain her schon ein bisschen entgegenkommt. Ich hatte aber keine besonders gute Zeit in den letzten Wochen. Und hatte tatsächlich überlegt, überhaupt hier an den Start zu gehen. Und aber in der letzten Woche, also jetzt in der vergangenen Woche, hat sich es wieder ein bisschen besser bei mir angefühlt. Und dann habe ich gedacht, komm, nimm die Reise auf dich. Ist für mich ja nicht gerade die Ecke rum hier. Ich muss von der holländischen Grenze zur polnischen Grenze, also einmal quer durch die Republik. So ist es. Das sind 720 Kilometer für mich Anreise. Und aber es hat dann dieses Jahr endlich mal geklappt. Ich bin jetzt heute, glaube ich, zum 9. Mal hier und jetzt hat es endlich geklappt. Mit dem Willst du jetzt noch einige Tage zur Erholung hier bleiben oder wie sind die nächsten? Nee, wir werden das gleich, wir werden wahrscheinlich das Rennen der Zweier noch schauen und dann werden wir nach Hause fahren, weil ich muss morgen wieder arbeiten. Dann wünsche ich gute Fahrt. Vielen Dank. Alles Gute. Alles Gute. Danke. Ja, war sehr anstrengend, schöner Kurs, aber leider nicht Zielstellung erfüllt unter den ersten 10. Ja, hat heute nicht so geklappt. Nach der dritten Runde musste ich leider reißen lassen. Aber ich denke mal für das nächste Mal vielleicht. Warst du zu schnell erschöpft, physisch oder woran hat es gelegt? Naja, doch, eigentlich schon erschöpft. Ja. Ein bisschen Krämpfe in den Oberschenkel bekommen. Aha. Und ja, muss man ja rausnehmen. Hattest du zu wenig getrunken vielleicht, oder? Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Aber ansonsten war ein schönes Rennen gewesen. Vielleicht hätte ich die ersten zwei Runden ein bisschen weniger machen sollen. Aha. Hatte versucht, in meinen ersten beiden Runden mich vorne zu platzieren. Ja. Also ich nicht abreiße, aber vielleicht hätte ich einfach was mitfahren brauchen. Und dann, aber naja. Also beim nächsten Mal ein bisschen mehr verstecken oder wie? Ein bisschen mehr verstecken beim nächsten Mal, dann klappt es ja ein bisschen besser. Ja. Aber ansonsten war ein schönes Rennen, super organisiert. Perfekt. Prima, wunderbar. Ja. Hauptsache, du bist gesund wieder reingekommen. Das ist das Allerwichtigste, sturzfrei. Na dann. Ja, danke. Alles Gute. Ja, ciao. Ist gelaufen. Oh, schwer. Zu viele Leute, die mir am Arsch kleben heute. Ich kam mir vor wie ein Farmer Misthaufen. Tatsächlich? Ja. Aha. Die sich alle verstecken wollten? Die alle hinten dran verstecken wollten und gewartet haben, bis ich mal den Hintern lupfe und dann sind sie hinterher gefahren oder auch nicht. Und vorbeigefahren ist fast niemand. Vielleicht lag es auch, weil die Strecke ist ja super und bekannt eigentlich, aber da sollte man vielleicht echt so ein gelbes Band auf die Straße machen, dass jeder weiß, wo er langfahren musste. Ja. Hast du dir deine Erwartungen erfüllen können? Nein. Trotz der Medaille? Ja. Wenn du kommst da als Titelverteidiger und mit sowas nach Hause gehen musst und eigentlich fast alle Hausaufgaben gemacht hast. Aber ja. Das muss ich mir selber zuschreiben, natürlich auch, wenn die Hausaufgaben gemacht sind. Es sind halt etliche andere auch noch da, die alle nicht in der Nase bohren, sondern auch vernünftig fahren können, auch im hohen Alter noch. Ja. Und wenn du dich dann halt mehrere
Teams da wehren musst als einzelner Fahrer und dass du dann irgendwann mal die Flügel streckst, ist wahrscheinlich ganz normal, oder dass da der Kopf heute mehr mitfährt wie bei manch anderem Straßenrennen, weil halt ein bisschen mehr auf dem Spiel steht. Das ist auch eigentlich nicht. Das heißt, du hattest bei dir um dir keine anderen, auf die du dich stützen konntest? Wenig, weil die Einzelkämpfer, die mit dabei waren, wie der Stefan Steiner und der Marc Reiferscheid, die haben auch alles probiert in ihrer Macht stehende, aber das reicht halt auch nicht. Du kannst nicht gegen zwei Top-Teams da antreten und als niemand oder mit zu wenig Leistung auch noch auf dem Pedal. Ne? Trittst du nächstes Jahr wieder an? Lass ich mal offen. Ich habe gesagt, eigentlich wollte ich heute meine 10. Goldmedaille in meinem Leben holen. Ja. Dann wollte ich die Radkarriere so nach und nach beenden. Aber so, lass uns mal offen. Genau. Ich sag ein Jö. Dann wünschen wir dir alles Gute. Aufregung und alles mit dabei. Dann wünschen wir dir alles Gute und Dankeschön, wir hoffen, wir sehen uns nächstes Jahr dann wieder. Ja, jein. Alles Gute. So kann man natürlich auch ein Jahr rauslocken. Gell? Hier in Görlitz, bei Lok- und Post-Görlitz, wird vom Sächsischen Radfahrerbund, dem Landesfachverband, mit der Ehrennadel des Verbandes in Silber ausgezeichnet. Und wir wollen das jetzt hier vollziehen und gratulieren dort zu dieser Ehrung ganz herzlich. Dankeschön. Danke. Ist richtig so. Danke. Danke. Ich hoffe, die Überraschung ist gelungen. Ja, super. Okay. Alles prima. Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Rennen 4, die Senioren 2. Die fahren 7 Runden mit 121,1 Kilometer. Anschließend Rennen 5, die Jedermänner mit 4 Runden zu insgesamt 69,2 Kilometer. Und dann die Jedermänner Frauen und über 50, 3 Runden mit insgesamt 51,9 Kilometer. Ins Rennen gegangen. Michael Schäfer von RSV Speichel. Seine Fahrzeit 2 Stunden 11 Minuten und 57,9 Sekunden. Ja, der war, glaube ich, vor 7 Jahren schon mal deutscher Meister hier in seiner Altersgruppe. Schafft gekämpft, insofern, dass ein sächsischer Landesmeister rauskam, ist quasi ein Nebenerfolg. Bei der deutschen Meisterschaft hätten wir natürlich noch ein besseres Ergebnis erhofft gehabt, aber hat eben trotzdem Spaß gemacht mitzumachen. Wirst du nächstes Jahr wieder antreten? Mal sehen. Ich meine, man wird immer älter, aber den Hut in den Ring werfen werden wir wahrscheinlich schon wieder. Also wahrscheinlich ja. Hattest du zwischendurch mal einen Hänger oder gab es mal Probleme zwischendurch irgendwann? Eigentlich gar nicht. Ich war erstaunt, dass das Rennen sogar relativ gleichmäßig verlief. Ich hatte härtere Attacken erwartet.
Und deswegen, weil es keine so harten Attacken gab, sind eben die Sprinter noch mit angekommen, die Spezialsprinter, und die haben natürlich dann auch den deutschen Meistertitel unter sich ausgemacht. Insofern hatte ich einen anderen Rennverlauf erwartet. Während des Rennens hatte ich eigentlich keinen großartigen Ärger. Na dann, vielen Dank fürs Interview und alles Gute. Danke. Ciao. Was machst du hier? Ich sortiere die Pokale. Ja, die reichst du denn an den Vereinschef, ja? Gut. Sind Sie auf dem besonderen Feld angeführt von der 28 Michael Rock? Wir sind in den Stunden angeführt von der 26.